Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2kTV zu einer neuen Folge meiner WWE2K17-Karriere. Wir haben heute ein Match fürs Erste, ein Fatal-4-Way-Match gegen Cesaro, Chris Jericho und Kevin Owens. Aber natürlich kann sich das ja wieder ändern, weil wir haben ja wieder eine Eigenwerbungspromo und ich bin gespannt, wie es läuft. Unser Heal-Status war jetzt verdammt weit unten, vielleicht klappt heute schon der Face-Turn. Nee, geht noch nicht, also müssen wir doch nochmal eine Eigenwerbungspromo machen. Vielleicht klappt es ja dann zum Royal Rumble, wenn es heute gut läuft. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wir haben sogar nicht mal den Main Event, sehe ich gerade. Wir haben den Opener, Daniel Bryan gegen The Rock. Was macht The Rock eigentlich hier? Naja, schauen wir mal. Los geht's. Yo, letzte Folge SmackDown vorm Royal Rumble. Ich bin gespannt. Main Event beim Rumble dürfte wahrscheinlich sowieso wieder gegen Brock Lesnar sein. Aber lassen uns überraschen. Das hier kam halt auch etwas unerwartet. Wir hatten ja auch schon mal hier beim vorletzten Pay-Per-View-Match gegen Seth Rollins, wo keiner mit gerechnet hätte. Baton Rouge oder Roach, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Yo, also was haben wir denn so am Start hier? Logischerweise die Promo, dann das Match. Na gut, der Rest ist egal, sehen wir dann noch. Da ist er wieder. Der Vieltexter. Muss ja auch sagen, ich hoffe, dass das jetzt wirklich bald vorangeht. Mit den Face-Turn, weil dann hören diese Eigenwerbungspromos ja auf, weil das ist ja eigentlich jeden Tag dasselbe. Aber anders geht's halt nicht. So, hier wird es richtig schnell ernst werden. Ich bin so aufgeregt, euer Held ist hier. Ich habe... Okay, dann ich bin so aufgeregt. Die einzig logische Konsequenz, und das ist sehr weit nach unten gegangen, sehr gut. Jedes Mal, wenn ich durch diesen Vorhang trete, bin ich aufgeregt, weil ich vor dem WWE-Universum stehe und meine Meinung sagen darf. Seit ich in der WWE bin, hatten wir immer eine besondere Verbindung wie eine Familie. Und aktuell brauche ich meine Familie um mich herum, weil ich etwas Wichtiges zu sagen habe. Ohne Scheiß, ey, hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Riskant, aber ich muss reden. Mich beschäftigt was. Ich bin so hungrig. Alles geht den Bach runter. Es ist riskant, aber ich muss reden. Bonus für starke Reaktion Level 2. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich hier rauskommen und sagen sollte, was ich zu sagen habe. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich weiß, dass es riskant ist. Aber ich muss es sagen. Also hört her. Hört her. Vielleicht sollte ich mal so einen Gimmickwechsel machen, dann so ein Mexikaner mit Maske oder so. The Authority hat mich lange genug zurückgehalten, ich warte, bis ich dran bin. The Authority und ich passen zusammen. The Authority hält mich unwürdig. Sie haben mich lange genug zurückgehalten. Guckt es euch an, der Heal-Status ist fast weg. Jetzt noch eine Bombenantwort. Und die Anzeige ist komplett auf Null gesetzt. The Authority hat mich lange genug zurückgehalten. Ich wurde schikaniert, man verweigerte mir Chance um Chance, aber damit ist jetzt Schluss, es endet hier und heute. Schnall euch an, denn heute Abend werde ich Geschichte schreiben. Ey, wie geil das wäre. Morgen beim Rumble könnte der Face-Turn kommen. Hammer. Passender geht's echt nicht. Gib mir deine besten Authority. Bei mir wisst ihr immer, woran ihr seid. Wenn ich keine Chance bekomme, nehme ich sie mir einen Dorn im Auge von Triple H. Bei mir wisst ihr immer, woran ihr seid. Gib mir deine besten Authority. Und sie ist weg. Wir sind auf Null. Leute, wir sind auf Null. Nach keine Ahnung, wie vielen Folgen sind wir auf Null mit unserer Leiste. Und das ist mal wieder, wenn The Authority gerade zuhört. Ich bin bereit. Bereit für eure Besten, bereit für eure Champions und Legenden. Gebt mir 2 gegen 1 Kämpfe. Von mir aus auch 3 gegen 1. Ganz egal. Macht es mir so schwer, wie ihr nur könnt. Und am Ende werde ich der Sieger sein. Boah, ist das geil, ey. Ich freue mich gerade voll, dass das endlich funktioniert hat. Es muss nur der Face-Turn dann klappen. Bereit euch auf wahre Größe vor. Ich fange gerade jetzt an. Ihr seid das beste Publikum. Ja, jetzt geht's ja eh nicht mehr. Wir sind ganz und wunderschön starke Reaktion. Guckt euch die Promo an. Herausragend. Ich glaube nicht, dass ich hier so ein tolles Publikum hatte wie euch. Ihr versteht mich. Ich habe euch gesagt, was ich zu sagen hatte und ihr habt mir zugehört. Bessere Leute als euch könnte ich mir gar nicht wünschen. Danke, WWE Universum. So, und jetzt bitte Autorität wegbleiben. Ich will dieses Match, diesen Fatal 4-Way. Jawohl, sie kommen nicht. Wir kriegen dieses geile Fatal 4-Way-Match. Hammer, Hammer, Hammer. Richtig cool.
Guckt das euch an. Popularität. Geil, geil, geil. So, und dann kommen wir direkt zum Match. Gar keine lange Wartezeit. The fatal four-way matchup is next, and it's sure to be off the charts. We have one of the best talents on the roster to date in a match against three of WWE's finest. Oh man, this one is sure to not disappoint. So, wer kommt denn zuerst? Wahrscheinlich ich. Jo. Da ist er. The Champ ist hier. No disqualification. Making his way to the ring from Cologne, Germany, weighing in at 243 pounds, the WWE World Heavyweight Champion. Den kennen wir ja schon ein bisschen. Jericho. Oh, stimmt, gegen Jericho hatten wir ewig kein Match mehr oder sowas in der Art. Richtig geil. Ich muss sagen, den favorisiere ich auch hier für die nächste Fehde. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe natürlich, dass das nicht rausgeschnitten werden muss. Wenn ihr mich reden hört hier in dem Video, dann muss es nicht rausgeschnitten werden. Boah, sieht das cool aus. Y2J. Drink it in, man. Ja, komm. Cesaro, ey, das ist ja unser alter Tag-Team-Partner. Ist auch eigentlich gerade ein gutes Thema. Viele von euch fordern ja oder haben mich gefragt, ob ich nicht mal wieder Tag-Team machen möchte. Es macht gut Spaß in meinen Augen, weil es eben auch, ich weiß nicht, vielleicht wurde das jetzt gepatcht, aber damals war es ja so, dass ich, wo ich in der Tag-Team-Szene war, zwei oder drei Matches beim Pay-Per-View hatte. Und wenn dann zuerst das Tag-Team-Match kam und ich meine ganze Ausdauer verbraten hat, wurde die auch im nächsten Match übernommen. Und da war mir einfach dann das Risiko zu groß, dass ich eben dann den Titel verliere. Den US-Titel, den habe ich ja damals überhaupt nur verloren, weil ich zwei Matches an dem einen Pay-Per-View-Abend hatte. Und ja, wäre das nicht so gewesen, hätte ich wahrscheinlich schon das eine Ziel von wegen halte 365 Tage im Jahr den Titel. So, weiter. KO fehlt noch. Der ist doch bestimmt Intercontinental Champion. Ich wüsste nicht, wer es sonst sein könnte. Irgendwie gewinnt er ja immer hier bei jedem Pay-Per-View. Jo. And from Maryville, Quebec, Canada, weighing in at 266 pounds. Na komm, skippen wir. Skippen wir. So, mit wem sind wir denn jetzt erstmal doof? Ich würde sagen Kevin Owens, oder? Der Kevin. Wobei, wer will mich denn attackieren hier? Nein, Jericho will mich attackieren. Aber es ist ja eigentlich ein perfekter Zeitpunkt jetzt, schon mal die Fehde gegen ihn ein bisschen einzuläuten. Ein schöner DDT hier. Jetzt passt du auch hier so. Kevin Owens und ich fast die gleichen Klamotten. Und Y2J und Cesaro haben auch den gleichen Style. Oh! Jericho schmeißt mich raus. Und ich bin am Knie verletzt. Ich bin am Knie verletzt. Das gibt's ja nicht. Kann es nicht reverseln. Es geht nicht. Jetzt geht's. Jetzt wo mal wieder R2 da stand. Vorher ging es nämlich nicht. So, Cesaro erstmal hier einen German Suplex verpassen. Oh, und jetzt gehen hier the former best friends aufeinander los.
Well, when someone is known as the Swiss Superman like Cesaro, that gives you an idea of the range and superior abilities he possesses. Old Cesaro rolls his Ross. Superb technical skills and all-consuming physical prowess makes him almost impossible to prepare. Hey, was macht der Vollidiot denn? Cesaro's relentless pursuit of greatness. Cesaro's technical abilities combined with the limitless strength give him a clear advantage. Nein, Jericho. Getting back into the ring now. Was geht denn jetzt ab? Jawohl, das gesehen hier. DDT gekontert. Und jetzt einfach mal alle gegen mich, ist klar. Ne, Jericho geht wieder auf Owens los. King, we've talked about Cesaro's incredible skill set and Cesaro's power. Scheiße. Grappling acumen and brutal strikes, which are all fueled by one thing. A vicious mean streak to dominate. Ich kann es nicht kontern. Es geht nicht. Holt er sich raus. Ich habe 92%. Und jetzt rollt er sich raus und chillt draußen ein bisschen. Ja, gucken wir mal, was hier so passiert. Oh, da war aber hier KO. Jetzt hat er. Wollte er eben schon Jericho attackieren, es ging nicht. Few superstars are as dominant as this guy. Rope break. Oh, ich hab das. Ey, warum geht der denn nicht in den Ring jetzt? Strikes and grapples are catastrophic for an opponent. He looks to overpower and decimate his adversaries as soon as that bell rings. Alter Jericho, man. Cesaro is heartless when it comes to ridding WWE of his competition. Evil splash. The world famous Stinger splash. There's the finishing move. Don't know if you. Nein. That. Oh, trust me, he's seen much worse. Just look around that ring. You get the feeling in the pit of your stomach when you look out and see an opponent in every corner. Ach, das gibt's doch nicht. Es wird wieder reversed. Quite like this guy. Kevin Owens doing a great job during that match. Leaving the ring here, they change the entire complexion of this match. Yeah, if their face hits this floor, it'll change the complexion. Oh, Cesaro. Jawohl, Moonsault nach draußen. Oh, der Ringrichter ist K.O. Nein. Ich kann nichts machen. He doesn't want to do this outside the ring. Well, I don't blame him. He's pulling out all the stops tonight. Codebreaker. What a counter. Taking this type of punishment must be damaging to his sternum. Damaging to his entire chest. Nein. Cesaro has found an answer here. Oh, Cesaro hat ein Comeback. Kevin Owens, das ist nicht gut. If his back wasn't hurt before, it certainly is now. And it's going to be hurting for a while. Zu spät am Arsch. Jawohl. Wie ich das jetzt gemacht habe, kann ich euch leider nicht sagen. Jetzt geht der weg, Mann. Ich habe den falschen ausgegeben. Nein, jetzt rollt er sich raus. Scheiße. Naja, dann entspannen wir uns raus ein bisschen. Hat Y2J irgendwas? Nee. Alle mit gelbem Oberkörper, soll echt noch keiner gepinnt werden. Jetzt hockt der da. Krass. Ich will auch so einen coolen Move haben. Ich muss mein Moveset nochmal bearbeiten. So, Cesaro ist auch wieder da. Cesaro. Man, I hope we can get a doctor out here as a precaution. Damaged ribs like that can make it hard to breathe. Oh, look at Kevin Owens. You're about to see. Nein, natürlich wieder der Reversal, ist klar. Nein. Das gibt's nicht. KO gewinnt das Match. Das ist unerwartet. Weil, wie gesagt, Jericho, der hat hier sogar noch sein
Signature angesetzt, dann gab es den Rope Break. Ach Gott, ey. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht irgendwie negativ war auf meinen Status. KO gewinnt das Match. Jawohl, aber mein Heel-Status ist unten, Leute. Und das heißt, beim Royal Rumble gibt's den Face-Turn, wenn das Spiel nicht rumspackt. Oh, ein Interview. Komm noch. Ich hoffe, da wähle ich jetzt nicht die falsche Entscheidung hier, was die Antwort angeht. Du hast heute... sind heute im Ring konfrontiert. Was war der Gedanke dabei? Wen habe ich denn konfrontiert? Ich weiche mir zurück. Spürt ihr das auch? Ich bin der Beste. Er fürchtet mich. Ich weiche nicht zurück. Jawohl. Sehr gut. Da hat sich nichts dran geändert. Ich weiche nicht zurück. Ich bin heute da reingegangen, um ihn in die Augen zu sehen. Er soll wissen, dass ich ein Match gegen ihn will. Wenn er wirklich Mann genug ist, nimmt er es an. Wir regeln das bei dem Pay-Per-View. Ich weiß zwar nicht, worum es geht, aber es wird schon stimmen. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Das ist kein Fehler im Spiel. Ich glaube, das Spiel, das lief einfach so schnell ab. Wir haben das wahrscheinlich einfach nur nicht mitbekommen. Das wird sein. Also das muss definitiv auch nochmal hier überarbeitet werden, diese... ja, diese langen Dialoge. Jetzt seht ihr es auch, hier oben steht Kevin Owens, hat er gewonnen. Niederlage haben dann unten immer die Leute. In dem Fall Jack Swagger hat gewonnen, hier hat Bo Dallas gewonnen, Sheamus hat gewonnen, Mark Henry hat gewonnen, Dolph Ziggler hat gewonnen, John Cena hat gewonnen und The Rock hat gewonnen. So, und jetzt sehen wir, wer unser Gegner beim Royal Rumble wird, aber ich glaube, da können wir uns sicher sein, dass es Brock Lesnar wird. So, jetzt sehen wir es gleich. Und es wird Triple H. Okay, cool. Ist der hier in der Rangliste jetzt Erster? Nö, Brock Lesnar. Das ist geil. Damit hätte ich jetzt null gerechnet. Also Leute, morgen um 12 Uhr Royal Rumble und sehr wahrscheinlich der Face Turn. Hier unten seht ihr es auch. Heel ist nicht mehr rot. Und das könnte bedeuten, dass das morgen klappt. Also, morgen um 12 Uhr beim Royal Rumble, Titelkampf gegen Triple H. Wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was Schönes in die Kommentare, wenn ihr mehr WWE-Videos sehen wollt und noch kein Abonnent seid. Es gibt jeden Tag um 12 ein neues Karrierevideo. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen, bis morgen und ciao.